Social Media im konkreten Einsatz mit all den Möglichkeiten und Trends, das war Thema bei der Social Media Convention 2011. Das von der Nachrichtenagentur Pressetext veranstaltete Business Meeting fand am 28. September im Technopark in Zürich statt. Social Media ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. 160 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um von erfahrenen Web 2.0-Experten Trends und Erfolgsbeispiele aus der Welt von Facebook, Twitter und YouTube zu erfahren. Wir sind selbst aktiv auf den sozialen Medien. Unsere Kundinnen und Kunden waren es schon lange. Da gibt es Fangruppen und Hassgruppen. Wir nutzen das Social Web, um den Kunden noch besser zu verstehen, eben auf Augenhöhe. Viele Unternehmen nutzen die sozialen Plattformen nicht nur, um mit ihren Kunden zu kommunizieren, sondern auch, um neue zu gewinnen. Und was dann wiederum die Strategien ist, die man wählt und die Taktiken, die man einschlägt, das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Das kann für das eine Unternehmen heißen, sehr aktiv in die Kommunikation, in den Austausch mit den Konsumenten reinzugehen. Soziale Netzwerke sind vielfältig einsetzbar. Außerdem verändern sie unser Kommunikationsverhalten. Ein PR-Mensch, der sich nicht fragt, wie neue Verhaltensweisen der Konsumenten seinen Job verändern, der wird kurz- oder langfristig überflüssig werden. Ja, ich denk, was man schon rausgehört hat, auch bei den anderen Vorträgen, dass es geht nicht mehr weg. Ja? Also Social Media ist da und es wird auch nicht mehr weggehen. Ob es irgendwann noch Social Media heißt oder irgendwie anders und ob die Plattformen dann noch Facebook und Twitter heißen, das wissen wir alle nicht. Aber die Art der Kommunikation ändert sich. Insofern ist auch diese Aussage, dass Unternehmen zu Sendern oder zu Neuigkeiten Lieferanten werden, mit Sicherheit richtig. Was sicher kommen wird, sind neue Plattformen, neue Funktionen, also Google Plus. Twitter könnte noch ein bisschen mehr Mainstream werden. Das sind so die strategischen Betrachtungen, die wir machen, so mit dem Fokus 1-2 Jahre im Voraus. Aber weiter denken wir gar nicht, weil auf Social Media so weit zu denken, ist schon eine Herausforderung. Egal wie die Entwicklung aussieht, fest steht, dass Social Media eine immer größere Rolle spielen wird. Darum ist es wichtig, schon jetzt zu lernen, damit richtig umzugehen. Da liegt eigentlich der Kernpunkt. Und wenn wir gelernt haben, in Dialog zu treten, dann kann das Google Plus oder wie auch immer heißen, da müssen sie fit werden. Und das ist kein Hype, sondern das Dialog ist ein Urbedürfnis des Menschen. Und der wird jetzt demokratisiert und das Social Web, über das wird in Zukunft niemand mehr reden. Aber die Unternehmen werden mit Kunden reden und mit ihren Mitarbeitern. Und das muss man lernen, zwar jetzt. Social Media ist nicht nur mehr ein Thema der Unternehmenskommunikation, sondern in Zukunft ein Thema, das alle Bereiche eines Unternehmens betrifft. Auch die Rechtsabteilung, auch die Vertriebsabteilung, auch die Buchhaltung. Und damit wird man leben müssen. Das ist die Zukunft. Jedes Unternehmen sollte seine individuelle Strategie in den vernetzten Online-Medien finden. Die Social Media Convention war für die Besucher ein guter Anlass, Antworten und Anregungen zu erhalten. Was mich wirklich sehr erfreut hat, waren die vielen interessanten Praxisbeispiele und auch, dass die Referenten auch über Schwierigkeiten gesprochen haben. Viele Informationen, Neuheiten, Sachen, die ich nicht gewusst habe. Und ja, mir haben die Vorträge wirklich gefallen, informative Vorträge. Ja. Was mir besonders gefallen hat, ist die Diversität über alle Unternehmen, die da sich vorgestellt haben, erzählt haben. Es war recht informativ. Ich habe einiges mitgenommen, ganz persönlich, dass man das Monitoring nicht vergessen darf bei allen Social-Media-Aktivitäten. Dass es nicht nur darum geht, die Zielgruppe anzusprechen, sondern eben auch zu schauen, was wird denn über meine Firma, meinen Verband überhaupt diskutiert im Netz.